Allerseits und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge über meine Kamerasammlung. Heute wird es etwas bunter zugehen als sonst, denn ich habe zwei hierzulande seltene Kameramodelle von Minolta ergattern können. Warum es heute bunter zugeht, verrate ich euch gleich. Also bleibt dran und bis gleich. Die beiden Minolta-Modelle, die ich euch heute vorstellen werde, haben folgende Besonderheiten. Dieses Modell, die SR 505, gibt es nur in Japan, beziehungsweise gab es nur in Japan zu kaufen. Hierzulande hieß dieses Modell SRT 303B, also der Nachfolger der 303. Dieses Modell hat eine neue Belederung bekommen. Es handelt sich um die XG2. Beide Minolta-Modelle stammen aus dem Jahre 1977. Dieses Klopfen, was ihr eventuell hier hört, das kommt von draußen. Da werden nämlich die Gehsteigplatten erneuert. Bitte ich zu entschuldigen den Lärm. So, beginnen möchte ich mit der Minolta SR 505. Das ist das Gehäuse einer Minolta SRT 303B, wie sie in Deutschland hieß. Bestückt ist die Kamera mit einem Soligor 35 bis 70 mm f2.5 bis 3.5. Also für damalige Verhältnisse, wir sprechen vom Jahr 1977, ein sehr lichtstarkes Standardzoom. Es hat zudem noch eine Makrosteuerung hier bis zu einer Vergrößerung von 1,27 immerhin. So, aber das Objektiv ist heute nicht das Thema, sondern die Kamera. So, dann wollen wir uns mal die Kamera etwas näher anschauen. Ich öffne mal die Rückwand. Verschlussvorhang sieht aus wie neu. Die Filmandruckplatte ebenso. Ja. Klemmt die Rückwand. Beim Schließen klemmt. So, jetzt geht's. Naja, das Alter halt. Dann wollen wir mal ein paar Zeiten testen. Ich fange an mit der Verschlusszeit eine Sekunde, wie immer. Könnt ihr hier sehen, wie die Blendenlamellen sich öffnen und schließen. Daran kann man sie auch sehen, ob das Objektiv verharzt ist, wenn sie sich nur langsam und unwillig schließen, die Blendenlamellen. Also fangen wir einfach mal an. Jetzt eine halbe Sekunde. Wunderbar. Dann machen wir noch mal die Tausendstel. Wunderbar. Und jetzt noch den Selbstauslöser. So, ein Wort dazu genügt, läuft. Kommen wir nun zur blauen XG2.
Als diese Kamera 1977 auf den Markt kam, wurde sie ganz schnell zu Deutschlands beliebtester Minolta-Kamera. Sie verfügt über eine Zeitautomatik und manuelle Verschlusszeiten zwischen einer Sekunde und 1000stel Sekunde. Dazu noch die B-Bulb-Funktion. Die blaue Belederung wurde nachträglich angebracht. Die bekommt man bei eBay für ca. 14-15 Euro, weil die Originalbelederung sich schon nach wenigen Jahren gelöst hatte. Das war bei vielen Minolta-Kameras damals so, auch bei der X-T7. Und hier hat sie jetzt eine neue Belederung in Blau bekommen. Leider sind hier ein paar Klebespuren zu sehen. Aber für die Funktion ist das völlig unerheblich. Deswegen kommen wir gleich zur Funktion. Ich zeige erstmal den Innenraum, das Innenleben. So, Verschlussvorhang wie neu. Filmandruckplatte ebenso. Hier lässt sich die Kamera einwandfrei schließen, ohne Haken und Ruckeln. Und ich habe hier schon die eine Sekunde eingestellt. Und die wollen wir jetzt mal testen. Das geht. Bestückt ist sie mit einem Original Minolta Standardobjektiv 45 mm f.2, f2.0, so muss es heißen. Es war damals Minoltas erstes Pancake-Objektiv. So, machen wir mal die halbe Sekunde. Funktioniert auch. Und die Tausendstel. So, kommen wir nun zum Selbstauslöser. Ach, ich hatte vergessen zu erwähnen, dass es diese Belederung natürlich auch in anderen Farben gibt. In Rot, Braun, Gelb, alle möglichen Farben, sogar eine Krokodilleder-Imitation und natürlich auch in Schwarz, so wie damals alle Kameras beledert waren. Und es auch heute noch sind. So, also zum Thema Selbstauslöser. Es ist ein elektronischer Selbstauslöser. Eingestellt wird er an dieser Skala hier. Unter dem Punkt Self-Timer. Lassen wir uns mal überraschen. Es wird spannend. Auch hier reicht ein Wort, läuft. So, jetzt werde ich euch noch meine Teleobjektivsammlung vorstellen. Und zwar alle Teleobjektive, nein, nicht Teleobjektive, sondern Telezoom. Alle Telezooms für den Minolta-Anschluss. So, das sind diese drei kleinen Monster hier. Alle Telezooms haben Minolta-Anschluss. Und zwar Minolta MD-Anschluss, sind also auch schon für die Modelle mit Blenden und Programmautomatik tauglich, also X-T7, X-700 und so weiter. Fangen wir an mit dem kompaktesten, das war damals wirklich, als es 1979 auf den Markt kam, das kompakteste Telezoom seiner Klasse. Es ist das 80 bis 200 mm F4.0 von Tokina. Es ist auch qualitativ das Beste von allen. Dann haben wir hier das Vivitar 80 bis 200 mm F4.5. Und auch ein sehr gutes Objektiv.
Und hier das älteste der drei. Es ist also ein Drehzoom, so wie heute üblich. Diese Art von Zooms, die nannte man damals Schiebezoom, die gibt es heute nicht mehr. Oder ich wüsste zumindest keins, dass es noch gibt für die digitalen und Autofokus-Objektive. Hier haben wir also ein Drehzoom von Soligor. Es ist das 75 bis 205 mm f3.5, also ein sehr lichtstarkes Objektiv für damalige Verhältnisse und auch für heutige noch eigentlich, mit einer Makroeinstellung. So, das soll es dann also für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen und ich würde dann mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!